die Ehre, jetzt die nächsten 20 Minuten die Ergebnisse aus unserem Honey Train Project vorzustellen, die wir ja, dieses, was wir die Woche jetzt letztendlich an Angriffen hier initiiert haben und protokolliert haben. Aber ich möchte ein bisschen einleiten, bevor ich Sie jetzt mit Ergebnissen quäle. Zum einen möchte ich ganz kurz erklären, ja, was ist denn das Besondere am Honey Train Project? Und zwar, ja, wir haben einen Honeybot aufgebaut, der letztendlich auch physische Maßnahmen, also Eingriff auf physische Maßnahmen zulässt. Und ja, ich habe mal so eine Automatisierung versucht, in 2 Minuten darzustellen. Zum einen haben wir da oben eine Operator-Konsole, ein System, HMI, wo zum einen Ergebnisse erfasst werden, aber auch wo ich Zugriff oder Einfluss auf Ergebnisse habe. Dann habe ich eine Steuerung. Und auf der anderen Seite habe ich eine Menge von Sensoren, die diese Messwerte erfassen, in Form von Temperatur, Kontakte oder Druck beispielsweise. Und auf der anderen Seite werden mit Aktoren Bewegungen ausgeführt. Es kann Motor sein, es kann eine Pumpe sein, es kann irgendein Hydraulikstümmel sein und sonst was in der Art. Und zum Schluss habe ich eben einen physikalischen Prozess. Und das ist eben der Unterschied zu den klassischen Plattformen oder klassischen Angriffsvektoren, dass wir letztendlich einen physikalischen Prozess haben. Viele haben uns gefragt, ja, so ein System, so ein kritisches System einfach ins Netz zu stellen, ist das nicht irgendwie dumm? Ja, es ist definitiv dumm. Und zwar haben wir einfach mal so eine Karte aufgezeigt, ja, wie viele solche Systeme, dass es denn tatsächlich gibt. Grün heißt, diese Systeme sind öffentlich zugänglich, rot heißt, sie sind öffentlich zugänglich und haben auch Schwachstellen. Ich habe hier mal so eine Industrial Risk Map von der FU Berlin, die in diesem Projekt IRAM letztendlich so eine Karte erstellt haben. Das ist jetzt mal nur ein Abbild von Deutschland. Also rot heißt, wie gesagt, es sind kritische Systeme, die letztendlich auch im Netz erreichbar sind. Und ich kann hier beispielsweise mal mir so ein System raussuchen, einfach exemplarisch, und habe hier eine PLC mit 7 bekannten Schwachstellen und einem bekannten Exploit. Also das ist, nur um die Frage zu beantworten, sind denn kritische Infrastrukturen im Netz verfügbar? Ja. Sie können solche kritische Infrastrukturen auch im Massen suchen, beispielsweise mit einer Suchmaschine wie Shodan. Ich habe das hier jetzt einfach aufgemacht. Hier habe ich nach einer Siemens Simatic gesucht, einfach mit dem Suchindex Siemens Simatic. Hier habe ich das Beispiel SCADA-Systeme einfach mal aufgesucht. Also auch hier finden Sie ganze Menge RTUs, Modbus-Protokolle, aber auch Fernwerkmodems nach dem Protokoll oder nach dem Standard IEC 61.131.3. Um solche Systeme zu validieren, ob die auch tatsächlich echt sind, muss ich schauen, ob ich diese Systeme ansprechen kann. Das mache ich beispielsweise mit einem PLC-Scanner. Also ich muss ja überprüfen, ist es einfach nur ein Webfrontend, das mir irgendjemand als Honeybot anbietet, oder habe ich dahinter eine Funktion? Also wie gesagt, da gibt es eine Menge Tools. Sie können aber beispielsweise auch einen Editor nehmen, um ja solche PLCs zu validieren. Ich habe hier mal ein paar solche Zugänge oder öffentliche Systeme rausgesucht. Das ist die typische Haussteuerung, wo ich Heizungssteuerung manipulieren kann, die ich öffentlich im Internet gefunden habe. Die ganzen letzten Tage habe ich live in meiner Präsentation gezeigt, dass ich eine Halle gefunden habe bei der Feuerwehr in Weiden, wo ich letztendlich Tore öffnen konnte und das Licht in der Halle ein- und ausschalten konnte. Hier habe ich ein typisches Webplace-Management von der Firma Vago. Auch hier finden Sie eine ganze Menge. Einfach bei Shodan nach Vago suchen. Und oftmals ist hier auch das Standardpasswort nicht geändert. Das ist in dem Fall der User ist Admin, das Passwort ist Vago. Hier habe ich ein HMI. Auch hier finden Sie eigentlich im Netz mit dem Standardpasswort versehen, was Siemens eben im Auslieferzustand hat. Ja, und hier sehen Sie letztendlich das Webfrontend oder das Konfigurationsfrontend einer PLC, die Sie auch zu Massen im Internet finden. Hier habe ich einen typischen Medienkonverter mal aufgezeigt, mit dem ich letztendlich so eine PLC ansprechen kann. Um vielleicht weitere Informationen zu bekommen, ja, wie kann ich denn auf Systeme zugreifen als Angreifer, habe ich mal mir überlegt, ja, wie kann ich denn in meiner heimischen Stadt Informationen über meine Kläranlage herausfinden. Kläranlagen oder sind ja immer kommunal, in kommunaler Hoheit. Und oftmals, da ist ja auch eine kritische Infrastruktur und oftmals macht das irgendjemand in der Kommune. Ich habe mir einfach die Firma rausgesucht und bei der Firma gab es dann eben Referenzen. Dann habe ich einfach ein bisschen weitergesucht. Innerhalb der Referenzen gab es dann eben den Punkt Utilities und Umwelt und bin dann relativ schnell auf die Stadt Kulmbach gestoßen und habe mir das Referenzobjekt mal angeschaut. Und ich zeige Ihnen das Dokument einfach mal, das habe ich hier mitgebracht. In dem Dokument finden Sie eben alles, was so ein Angreifer braucht. Also hier ist das System beschrieben, welche PLCs das letztendlich verwendet werden, dass es eine digitale Wählverbindung gibt und eine über Funk. Letztendlich gibt es ja auch noch Informationen über die Visualisierung, dass es eine WinCC ist.
und das sind 1200 Datenpunkte, wir haben also sehr ausführlich, aber jetzt kann ich ja noch nicht, und dass die SPS in Düppen Step 5 und Step 7 vorhanden ist. Dann gibt es hier ein Übersichtsbild, was letztendlich zu steuern ist in dieser Kläranlage. Und wenn man dann unten die Topologie anschaut, da findet man alles, was man letztendlich finden muss. Ich habe hier die Mobilfunknummer, um mich einzuwählen. Und ich habe hier letztendlich die IP-Adressen. Ich sehe hier auch, dass es sich hier um Windows NT 4.0 Server handelt, also ein ganz aktuelles Betriebssystem, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und kann mich letztendlich einfach über diese Wählverbindung einwählen, habe eine RAS-Verbindung und kann letztendlich innerhalb dieser Infrastruktur navigieren. Hier habe ich das nochmal aufgezeigt, dieses Dokument. Hier habe ich natürlich die Informationen, die relevant sind, einfach mal rausgenommen. Kommen wir noch zu dem Honeytram Project. Das Projekt, wo wir letztendlich jetzt während der Messe hier exemplarisch auf den Stand von Soros aufgebaut haben. Und da muss ich ein bisschen ausholen, um zu verstehen, was wir hier überhaupt gemacht haben. Inspiration und die Idee, die kam uns ja vor 1,5 Jahren zur Messe zur ITSA in Nürnberg, also eine IT-Security-Fachmesse. Und der Herr Kramer und ich, wir haben abends beim Barbier überlegt, ja, wir könnten doch so ein Honeypot aufbauen mit einer kritischen Infrastruktur dahinter. Am Anfang war es dann irgendwie so ein Kessel mit Druck, aber sowas Ähnliches gab schon. Und dann wollten wir irgendwie die Produktionsanlage nachbauen. Dann kamen wir relativ schnell auf den Film, ja, die Entführung der Pelham 123, den hat das sicher schon der ein oder andere gesehen. Und in dem Moment ist eben hier die U-Bahn eingefahren. Wir sahen, dass die U-Bahn in Nürnberg führerlos ist. Also hatten wir unsere kritische Infrastruktur, die wir letztendlich in dem Fall nachstellen wollten. Hier ist der Streckenplan der U-3 vom Flugbahn bis nach Lötschbach und zurück. Okay, was wir dann gemacht haben, ist letztendlich mit originalen Komponenten so weit wie möglich diese Infrastruktur nachzubauen. Also wir haben versucht, mit einer SPS diese Infrastruktur in Form einer Modelleisenbahn nachzubauen, haben da auch eine HMI gemacht. Ja, und rein theoretisch haben wir die Möglichkeit, innerhalb dieser Infrastruktur Komponenten einzubauen, um diese zu testen gegenüber dem kompletten Internet. Also beispielsweise ein Hersteller möchte ein neues Produkt testen, ist kurz vor der Evaluierung und möchte das in Praxisumgebung testen, wäre das die Möglichkeit, letztendlich in diesem Labor das mit einzufügen. Dann haben wir bei uns im Unternehmen jemanden gehabt, der sich mit Modelleisenbahnen ausgekannt hat. Das hat sich ganz gut getroffen. Also haben wir letztendlich eine Modelleisenbahn gesteuert, um diesen physischen Prozess auch zu haben. Weil eine echte Eisenbahn oder eine echte U-Bahn, da haben wir weder Platz dafür, noch konnten wir uns das leisten. Also es gibt im Labor hier eine Modelle oder ein Streckenmodell. Ja, und so schaut letztendlich die komplette Umsetzung aus. Wir haben hier ein HMI über Ethernet an eine PLC angeschlossen. Wir haben hier einen Profibus, den wir nicht direkt ins Netz gestellt haben hier während der Messe, haben dann Medienkonverter auf dem Campus und dann hier den Digitalwandler von der Firma Märkling, um eben die Eisenbahn zu steuern über den Campus. Das ist der große Bruder gewesen. Während der CeBIT haben wir am Stand von Sophos eben so ein kleines Modell aufgebaut. Das ist eigentlich identisch und auch realistisch, bis auf die Tatsache, wenn der Angreifer eben diesen Streckenplan sieht, muss er irgendwie auf die Idee kommen, ja, die Strecke ist nicht gerade realistisch. Aber ansonsten haben wir auch echte Komponenten verbaut und haben nach außen das komplette System angeboten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Anlage zu kompromittieren. Zum einen haben wir den Plan so aufgebaut, dass der obere Zug 5 Runden in diese Richtung fährt, also gegen den Uhrzeigersinn, und der untere Zug, also wenn diese 5 Runden beendet sind, wartet der obere Zug, wenn der untere Zug ebenfalls 5 Runden in die entgegengesetzte Richtung steuert. Also das ist das Standardprogramm. Und Angreifer haben rein theoretisch die Möglichkeit, auf die Weichen, auf den Zug zuzugreifen. Oder eben hier ist ein Abstellgleis, wo ein Waggon steht, eben diesen Zug gegen diesen Abstellgleis zu rahmen. So schaut der große Bruder in Saarbrücken aus. Das System steht komplett im Internet. Und es hat auch eine Wählverbindung, also man könnte rein theoretisch sich auch per Telefonie einwählen, um so eine RAS-Einwahl zu simulieren. Mit bekannten Schwachstellen, und die Idee ist es natürlich auch, unbekannte Schwachstellen herauszufinden, weil wir Angriffe letztendlich protokollieren. Also das Ziel war, sowohl die Qualität als auch die Quantität, als auch die Aggressivität der Angriffe zu erforschen. Also das heißt, wie weit wird ein Angreifer gehen in dem Bewusstsein, dass Personen- oder Sachschaden entsteht? Und sind es nur normale Scans und einfache Schwachstellen, die ausgenutzt werden, oder sind Angreifer mehrere Tage damit beschäftigt, diese Angriffe vorzubereiten? Wir überwachen dieses Labor
Labor in Saarbrücken mit einer Überwachungskamera, wo wir uns jederzeit einwählen können und simulieren auch mit dem Mediensurfer eine echte U-Bahn. Das kann ich, glaube ich, sogar mal hier zeigen, wenn ich hier Zugang habe. Also, und zwar, wir können jetzt einfach mal auf die U-Bahn hier vorne zugreifen. Das ist die 133, ich habe hier eine Webcam. Das sind Bilder, die wir uns einfach mal von der U-Bahn in Nürnberg übernommen haben. Und der Angreifer hat hier so den Eindruck, dass er eben ein echtes System kompromittiert. Okay, kommen wir zurück zum Streckenaufbau auf der Messe. Was haben wir gemacht? Wir haben hier vier Komponenten verbaut. Zum einen HMI von Siemens, also WinCC. Das ist extern unter die IP-Adresse 80.152.80.135 erreichbar. Dann eine PLC, die direkt im Internet hängt, so wie man das relativ häufig findet. Nur geschützt mit dem Standardpasswort, was in dem Fall Admin wäre, also User Admin, Passwort Admin. Dann den Mediensurfer, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, um letztendlich ein realistisches Bild zu haben. Und ConBot ist der Webserver, der eben solche Informationen anbietet, wie, Moment, das habe ich hier, wie zum Beispiel eine PLC, die kann ich Ihnen auch mal zeigen. Also er simuliert hier eine PLC, die ich auch letztendlich auslesen kann. Und er simuliert hier auch ein Codesys-System, wo der Angreifer den Eindruck hat, er würde den Bahnhof mit der Temperierung steuern oder eben Lichter am Bahnhof ein- und ausschalten können. Und er kann rein theoretisch eine Überlast erzeugen, ja, bis letztendlich dann zu viel Energie fließt und die Sicherung oder eben die Sicherung ausgelöst werden würde. Also das war soweit der Aufbau, der Versuchsaufbau. Wir haben das System am Montagmorgen um 9 Uhr online gestellt und haben einfach darauf gewartet, ja, wie viele Angreifer werden denn das System kompromittieren. Das war so die Idee und wir wollten das eben erforschen. Jetzt, das habe ich vergessen, wir haben auch noch einen Webserver, der ja letztendlich die U-Bahn bewirbt mit einem ausführlichen Ticketing-System und einem Fahrplan. Das Einzige, was wir nicht machen können, wir können kein Ticket verkaufen. Also es käme eine Fehlermeldung, wenn wir letztendlich dieses Ticket auslösen wollten, weil wir letztendlich auch niemanden mit diesem Zug transportieren können. Also dass wir versuchen einfach diesen Bestellprozess dahingehend abzubrechen. Ja, kommen wir doch zu der entscheidenden Sache, die Ergebnisse. Ich habe Ihnen einen Angriff mitgebracht, den wir live verfolgen durften. Den möchte ich mal explizit herausstellen. Und zwar haben die Angreifer Folgendes gemacht. Die haben einen Zug gestartet, obwohl hier oben die Ampelschaltung auf Rot war und haben hier die Weichen so gestellt, dass der Zug auf den Abstellgleis gefahren ist und hat letztendlich diesen Waggon gerammt. Das war, sagen wir mal so, das wäre im wirklichen Leben ein Schaden gewesen, ein erheblicher Sachschaden und natürlich auch ein Personenschaden. Wir haben dann abgewartet und haben gesehen, dass dann hier hinten, also Sie müssen sich das ja hier gleisförmig vorstellen, ist der andere Zug, irgendwann kam das Signal grün und wir sind davon ausgegangen, dass irgendwann mal der nächste Zug startet und dann auf diesen Zug, der auf dem Gleis liegt, nochmal entgegenrammt. Also das war ein ausführlicher Angriff. Wir haben den aber abgebrochen, einfach aus dem Grund, weil uns die Züge Geld kosten. Also so ein Zug kostet immerhin 300 Euro. Wir haben zwar ein paar Ersatzzüge, aber also den Angriff haben wir dann einfach nur aus Kostengründen abgebrochen. Hier ist nochmal die Draufsicht, also das wäre der Zug, der letztendlich gestartet wäre und dann von der anderen Seite nochmal diesen Zug gerammt hätte. Was sehr schön zu sehen ist, dass wir letztendlich auch diesen physikalischen Prozess einigermaßen abbilden können, weil normalerweise für mich wäre das so gewesen, wenn der Zug den Rand, dass das irgendwie hier diesen Rampenbock nach hinten hinausträgt und der Zug vielleicht an der Stelle entgleist. Aber es war letztendlich so, dass der Zug hier zusammengestoßen sind und es hat sich hier eine Kollisionsstelle gebildet und es sind beide Waggons eben entsprechend entgleist. Hier sind 219, 92, 23, 137. Dieses Protokoll trifft mehrmals auf. Hier oben, Entschuldigung, diese IP-Adresse zum Beispiel hier gegenüber dem Webserver. Und ganz oben nochmal gegenüber den CAN-Bus. Also sprich, die Angreifer haben sich 3 Tage Zeit gelassen, diesen Honeybot, was für uns erkennlich war als Honeybot, also dieses System zu analysieren. Jetzt war natürlich die Frage, woher kam dieser Angriff? Auch da haben wir die IP-Adresse mal analysiert. Ja, und sind dann eben als Ursprungs
als Angriffsursprung nach Colombo, also nach Malaysia gekommen, in der Nähe von Colombo. Ob das jetzt letztendlich ein Proxy war oder ob der Angriff tatsächlich von da dort kam, das können wir nicht wissen. Wir wollen aber in diesem White Paper, was wir jetzt in den Langzeittest machen, also es wird jetzt ein Projekt geben, wo wir diesen Honeybot 7 Wochen ins Netz stellen und es wird daraus dann ein Dokument generiert, wollen wir auch die Angriffsanatomie und die Angriffsziele mit der Weltzeit vergleichen, um festzustellen, woher kommen denn die Vielzahl der Angriffe. Ich habe Ihnen hier einfach mal die Angriffe, die wir heute Morgen noch analysiert haben. Entschuldigung, ich habe Ihnen mal so eine Karte mitgebracht. Die zeigt einfach nur auf, wie oft unser System gescannt wird. Also das wollten wir einfach nochmal grafisch darstellen. Und zwar wird dieses System geklont mit dem Projekt Open Honeybot. Da haben Sie die Möglichkeit, einen Honeybot zu erstellen und das System zu klonen. Das heißt, unser System wird auch gleichzeitig weltweit angeboten. Und hier sehen Sie die Scans, die wir gegen dem System haben. Das sind täglich, also das ist hier visualisiert. Ich zeige Ihnen einfach mal die Ergebnisse. Also Scans haben wir täglich 14.000 bis 19.500 auf dieses System, also einfache Scans und auch teilweise Suche nach Standardpassworten. Das war für mich überraschend, dass die Anzahl der Scans so hoch war. Insgesamt 8 intelligente Angriffe haben wir gezählt, also Angriffe, die tatsächlich eine Auswirkung hatten, die letztendlich, wo wir dann Arbeit hatten, entweder das System neu zu starten oder wir mussten das System zurücksetzen. Diese Angriffe waren wie folgt gegliedert. Ein Angriff gegen unseren Essex-Server, also da wurde das System komplett runtergefahren, aber es hat keinen Personen- und Sachschaden gegeben, weil einfach die Bahn nicht mehr fuhr. Wir mussten das System neu starten. Wobei das von der Intelligenz, von den Skills der ausführlichste Angriff war. Wir haben 3 Angriffe gegen die PLC, also gegen die Steuerung, wo letztendlich direkt Einfluss auf die Steuerung genommen wurde. Einmal wurde einfach die PLC in den Stoppmodus versetzt und zweimal wurde direkt in den Programmcode eingegriffen. Und dann haben wir 3 Angriffe gegen den Webfrontend, wobei das Webfrontend der Einstiegspunkt ist und wir gehen davon aus, dass letztendlich auch der Angriff gegen das Webfrontend dann der Endangriff gegen den Essex-Server war. Und dann hatten wir einen Angriff auf Protokollebene, den wir nicht weiter analysiert haben, also sprich auf Modbus-Ebene, den wir einfach aus Zeitgründen nicht analysieren konnten, weil wir so schnell wie möglich die Bahn immer wieder zum Laufen bringen mussten. Hin und wieder war es auch so, dass die Bahn einfach gestanden war und wir mussten das neu starten. Also wir hatten nicht die Zeit, die Angriffe zu analysieren. Was mich aber letztendlich gewundert hat, ist, dass der leichteste Angriffsvektor nie genutzt wurde. Und zwar haben wir auch ein HMI ins Netz gestellt, ganz normal über einen Remote Desktop, offen in der Port 3389 und versehen mit dem Standardpasswort Symatic, also User Symatic User und das Passwort Symatic. Und da war überraschend, dass eben dieser Eingriffsvektor, der sehr einfach ist, kein einziges Mal benutzt wurde. Das habe ich gerade schon. Eigentlich wollte ich noch was anderes zeigen, und zwar die IP-Adressen. Woher kamen denn die IP-Adressen, die Angriffe? Auch da habe ich die Herkunft heute analysiert. Und viele fragen immer, ja, wo ist denn die Vielzahl der Angriffe hergekommen? Überraschend ist, ich zeige jetzt alle IP-Adressen, auf Platz 1 ist Deutschland. Also hier sehen Sie die IP-Adressen. Wir haben 3 Angriffe direkt aus Deutschland, aber auch hier können es sein, theoretisch Proxy sein. Ein Angriff kam aus Straßburg, Frankreich. Ein Angriff kam aus China und der letzte Angriff gegen den PLC kam aus Südkorea. Wobei das jetzt nur ein Abbild für den heutigen Tag war, es hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Tja, das war's von meiner Seite. Ich war on time heute. On time. Wer Lust und Laune hat, kann hier vorne Halle 6 am Stand von Sophos, ich glaube das ist Standnummer D18, gerne nochmal vorbeikommen. Wir können Ihnen das System zeigen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, eine schöne Restmesse. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Vielen Dank.